Hey, wir sind Chris und Patrick von den We Are Nerds und wo fliegen wir heute hin? Auf den Mond. Aber was machen wir? Wir fliegen gar nicht. Nee, fliegen ist ja, kannst ja nicht mit einem Elevator. Ja, mit dem Elevator bin ich auch schon häufiger unterwegs gewesen. Ich war auch schon in ganz verrückten Elevatoren, zum Beispiel im Statistischen Landesamt in Wiesbaden. Da ist nämlich noch so ein Elevator, der nicht so Türen hat, die öffnen, sondern du springst halt so rein. Da gibt es halt so auch so einen Ausdruck für, der läuft die ganze Zeit hoch und runter. Egal, aber das hier ist nicht so ein Fahrstuhl. Ja, du hast recht, aber das habt ihr jetzt gerade nicht gehört. So, auf jeden Fall spielen wir jetzt dieses schöne Rätsel-Adventure-Spiel und Patrick darf wieder seine Gehirnzellen zum Glühen bringen. Aber ich habe natürlich sagenumwogene Unterstützung vom Chris. Er hat alle seine Gehirnzellen dabei. Dann fang mal an, Patrick. Ich helfe dir. Ich helfe dir aus der Not immer raus. Ja, cool. Hier ist gerade die Menüszene wieder. Das Spiel ist übrigens von Rocket gestern rausgekommen. Das sind doch die diese Mäuse herstellen, oder? Ja, das ist halt eine allgemeine Elektronikfirma. Naja, was heißt Elektronikfirma? Die machen halt viel Gaming-Sachen. Mäuse. Einfach. Ja, und Stühle und alles. Peripheriegeräte. Alles machen die. So, es sieht alles im üblichen Low-Poly-Style aus. Ich habe hier ein paar Menüs. Ich habe hier eine Kassette, die ich irgendwie. Sind wir diesen Style schon überdrüssig? Mal gucken, wie es umgesetzt ist. Es kann sein, dass es mich schnell ankotzt, aber ich habe mal keinen Vorurteil. Ich kann jetzt hier auf Play drücken. Was passiert hier? Oh, ist das Musik? Na, ich muss mal Kopfhörer aufsetzen. Ich merke. Sonst bin ich out. Na, 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 na. Ja, okay, cool. Das klingt ja sehr nice. Springen wir jetzt einfach mal ins erste Level, ne? Ja. Was? Ah, okay. The Rise of the Elevator. Episode 1. 2000XX Space Hero Ducks Slaughter Rockmeier. Hahaha. Haben sie von Rocket das Rock übernommen. Die sind so witzig. Krass. Hey. Da. Wer, was? Da oben. Der Ball. Ah? TV. What? Ja, das finde ich nice. Den hat bestimmt Elon Musk gefunden. Welche? Den Stift? Da. Wie, Unterschreiben mit deinem Namen. Hä? Was? Wie schreibe ich denn? Achso, warte, hier steht ja irgendwas, ne? Throw pen. Wohin soll ich den denn? Ja, werf halt weg. Combine. Was combine? Die beiden Sachen. Ah, warte. So geht das, ne? Ne, doch geht, ja. Krass. Ja. Jetzt habe ich dem irgendwas unterschrieben und ich weiß nicht mehr was, ne? Ah, warte mal, ich bin ein bisschen nah rangezoomt gerade, merke ich. Jetzt sehe ich. Ich habe mich gewundert, wo du nämlich hinguckst, aber jetzt sehen wir das alles viel besser hier. Sieht es auch viel schöner aus auf einmal. Wahrscheinlich hier. Ah, okay. Last Checkpoint Settings. Controls, Hints. Close Menu. So, und jetzt habe ich keinen Anhaltspunkt oder wie und muss jetzt überlegen. Okay. Ja. Ich muss ihn erst bauen. Okay, kriegen wir ihn. I got that! What? Was? Hefty Boy. Ey, der macht mich voll fertig. Device unmarked with this icon. Also wirklich nur eine Seite? Ja, guck doch mal, ob du irgendwo ein Objekt findest, was kompatibel ist, oder? Guck mal, da sehe ich doch schon. Das zum Beispiel kann ich jetzt aktivieren hier durch. Ah, siehst du?
Und jetzt habe ich hier Sachen zur Auswahl. Ja, das ist schon ein Teil deines Fahrstuhls. Ist doch super. Hier sind halt Sachen drin, ne? Kann ich die greifen? Kann ich nicht greifen? Doch, kann ich greifen. Was ist das hier? Ein Apfel? Oh, Ja. kann ich nicht essen. Kann ich mit dem Apfel was anfangen? Weiß ich nicht. Der war gefroren. Pizza. Oh, Pizza kann ich essen. Vielleicht solltest du nicht alles jetzt schon essen. Die Fahrt ist lang. Die Fahrt ist lang. So, kriege ich das hier wieder zu? Kriege ich das hier auf? Das kriege ich nicht auf wahrscheinlich, weil hier irgendwo zu ist. Den kann ich herziehen. Das ist die nächste Wand. Und dann kann ich den dann gleich ziehen. Oh, oh. Ja, was will er denn? Ja, du hast ja schon alles weggefressen. Ich habe ja gar nichts weggefressen. Das heißt, ich. Da in die Klappe da hinten, oder? Was in die Klappe? Den Mülleimer. Ne, ich soll das den hochbringen, oder? Der ist ja da oben, der Typ. Ach so, aber da ist ja jetzt gar nichts dran gewesen. Every boy cares and wants you to remind you to mind your surroundings when you're grabbing on the hook. So, das Fleisch ist jetzt weg, der hat sich beschwert, dass es nicht geguckt war. Also gekocht, gekückt. Ja. Ich kann jetzt den schon ziehen, aber ich frag mich gerade, was. Hast du, liegt da noch irgendwo was zu essen rum? Kann ich das ziehen? Kann ich das drücken? Kann ich das ziehen? Hier muss man. Hier ist irgendwas mit Strom. Und wahrscheinlich, um das zu öffnen, muss ich hier. Kann ich die drücken? Die kann ich alle nicht drücken. Ich zieh mal den nächsten Ja. heran. Install failed, weil die Schilder im Weg sind, ne? Wie kriege ich die Schilder jetzt weg? Kann ich das Ding hier rüber bewegen? Rüber bewegen? Aber ich kann es nicht nach hinten schieben. Was haben wir hier? Wenn ich irgendwie werfen. Oh, jetzt habe ich es getrunken. Kann auch nicht schaden. Ah. Easy. Ach ja, man muss das auch erwähnen. Das Spiel kann man auch, deswegen Oh, was bist du denn? sei nicht verwundert über dieses Klicken, dieses Anwählen und Klicken, weil das Spiel ist auch mit der Oculus-Fernbedienung beispielsweise spielbar. Ist halt wirklich ein Point-and-Click-Spiel. Ne? Kann ich auch wirklich. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber die Fledermäuse kann ich totschlagen. Ja. Aber das Ding kannst du nur anklicken, ne? Die kann ich halt auch so anklicken. Jetzt brauche ich den wieder. Haben wir noch eins rüber. Und jetzt können wir den nämlich aktivieren, ne? Jetzt kommt der nämlich auch. Ey, wir kriegen schon langsam so ein bisschen was hier zusammen. Jetzt habe ich hier eine Brechstange. Aha. Ist aber ein bisschen schade, oder? Was? Dass du nicht jetzt mit dem Brecheisen selber aufmachst, sondern wirklich nur anguckst und klickst. Ja, also das ist schon so, fehlt so ein bisschen die Interaktion, ne? Es geht, glaube ich, mehr ums Überlegen als ums Interagieren hier. Ja, ich Ah, glaube. ich kann das Ding allgemein nehmen. Ah. Ah, das kannst du auch drauf. Ah, kannst auch so schwingen. Das ist Patrick. So, jetzt habe ich hier einen Schlüssel. Aber vielleicht hättest du dann auch richtig aufbrechen können. Du hast es noch nicht gemacht. Okay, hiermit geht das auf. Jetzt haben wir hier ein Radio. Kann ich das da hinstellen? So ein bisschen. Sprengstoff? Danger. That blows up, ja. Yeah. Do not pull. Till the moon. Wir brauchen eine Karte, Minibar. Brauche auf jeden Fall noch einen Schlüssel. Kann ich den letzten eigentlich schon Spreng doch holen? da die Fässer weg mit der Bombe, oder? Mit der hier? Ja. Also kann ich die ranhängen und dann. Ja. Nein, Junge. Oh, wo ist mein Bett? Boah, boah, boah. Komm her. Ich meine, so ein bisschen Interaktion hat das schon, Ja, ne? ja. Aber. So, das kann ich immer noch öffnen. Jetzt muss ich das ziehen. Jetzt kann ich erst den Mond. Jetzt den kann ich zu und auf.
Ah, ich habe jetzt ein Dach schon. Ist wahrscheinlich dann meine Steuerung. Es kann also schon losgehen zum Mond. Und das Spiel ist dann vorbei, wette ich. Ja, ist vorbei gleich. Dö. Was ist das für ein Navigator? Kann ich... Uch. Da lacht unser mit hier im Raum sitzender. Wie habe ich das eben gemacht? So, ne? Das heißt, ich kann auch da unten und habe jetzt eine neue Kassette. Yeah. Und einen Ring. Ein Schlüssel. Schlüssel. Oh, schweißen. Wo muss ich... War das hier? Naja. Ah, doch, geht. Ja klar, wenn die Kabel nicht verbunden sind, dann geht das alles halt nicht, ja, ne? Ja, aber dass du die so zusammenlötest, also... Ich hatte das gern wieder zu. Kann ich es jetzt ziehen? Kann ich es jetzt aktivieren? Was ist da mit den anderen Verbindungskabel? Mit welchen? Da wird das blaue, was da hochgeht. Hier ist auch noch eins. Da ist noch eins. Das blaue, was hochgeht, da, das da. Ja. Oh. Hit the go button. Ich möchte hier dran ziehen. Initiating lockdown sequence. Was? Welchen Button? Den Button? Ja. Auf geht's nach oben! Na, einen anderen blinkenden Button. Los. Das sieht aus wie ein Startbutton, wenn das schon was. So, jetzt, ich sehe jetzt, es wäre natürlich schön mit dem Ausblick oder so. Es rappelt ein bisschen was. Nicht anfassen. Oh. Wasser. Oh, da oben ist noch was. Sah aus wie Wasser. Oh, ihr. Yeah. Jetzt habe ich die Dings nicht. Ist immer noch nicht dicht, oder? Was redest du? Kommt immer noch Funken raus. Ja, Funken, aber in denen kann ich nichts machen. Doch. So, wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir schon über den Wolken. Oh. Wo die Freiheit anscheinend grenzenlos sein muss. Ist das schön. Was? Oh. Oh. It's him. He found us. Tell him nothing. Wer? 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 Ah, wer? Oh, wer bist du denn? By the power vested in me as the chief artificial intelligence officer of planet Earth, I, Vida, deem you. Oh, wie macht er das denn aus dem Fernseher raus? Was? Unworthy? Hab ich's verkackt? Welcome to the elevator. Ah ne, ich kann jetzt in zwei reingehen. Und Ich hab hier ja eben noch was Fancyes geholt. Please make your selection. Find a tune. Geh mal direkt in zwei rein oder was? Ja. Ich will das zweite Level auf jeden Fall noch sehen. The test. Not only successfully assembled the space elevator hidden under the... Ah, ging ein bisschen schnell. So, jetzt geht's weiter hier mit meinem... By the power vested in meinem Boy. As the chief artificial intelligence officer of planet Earth, I, Vida, deem you... Unworthy. Unworthy. Did you really think that you could get away with something like this from behind my back? I have no back. As an AI, I am deeply embedded in the global network. I am everywhere. As soon as you activate anything linked to our network from anywhere in the globe, it's like a pin pricking a nerve. And this pin is especially sharp. You and the President have stolen this elevator. In the time, you will be punished.
Du bist auch sehr geduldig. Was habe ich gemacht? Ah, Telefon. Telefon! Hallo? Hört sich wütend an. Hört sich... Okay. Irgendwie piept gerade die Verbindung. Ich glaube, die ist nicht so gut. Sonst würde sie ja nicht piepen. Nein! Wieso piept denn die Verbindung andauernd? Ich verstehe das nicht. Weil die Schimpfwörter gepiept werden. Echt? Ist immer am Telefon so. Echt? Wow, Chris. Du bist so schlau. Ja. Kann ich... Mach doch mal weg, das Ding. Bitte was? Der flutet die ganze Zeit, ne? Ja, mach das doch mal weg. Regrettably, it's too late to turn back now. The public are aware. We need to try and see this disaster through to its conclusion. Which is why I'm proposing a test. Turn your attention to the monitor behind you. Wait. I've taken control of this ill-fated elevator. Will not move one inch till you answer a series of simple questions. Child's play. For any astronaut Kinderspiel. Qualified for this mission. So, prove you are worthy. It's time to play. Who wants to be a space elevator pilot slash repairman? Yo, das bin ich. Dab, dab. Oh, ist das ein Quiz? The elevator has a catastrophic Was? That protects the pilot from a, ich verstehe die Worte noch nicht mal. B. Redo litharine rays. C. Betusopathic neurogens. D. So, schlauer Chris, da ich die Antwort kenne, will ich, dass du mir eine Antwort suggerierst. D. B. D. Immerhin 0 von 157 Fragen richtig beantwortet. Was? Was? Windig oder was? Mal, kann ich die Fenster zumachen? Oh, das ist eine Rakete. Warum kann der denn mit einer Rakete zum Weltall fliegen und ich muss einen Fahrstuhl benutzen? Ist halt manchmal so im Leben. Ja, nein. Sehe ich gar nicht ein. Was ist jetzt hier passiert? Ja, da sind die Karten rausgefallen. Die Spielkarten. Speicherkarten. That was rather suspicious. But no matter. We continue on with the quiz. Nimm Brains raus, damit es leichter wird. Ne, ja, eine drin lassen, glaube ich. Sonst geht gar nichts. Ja. Critical. D, oder? Also ich glaube, Fehler sind das beste Material, um eine Jacke zu machen. Ja, denke ich auch. Yeah, anstatt 0 von 157 habe ich jetzt 1 von 6. Oh, fuck. Ich würde A nehmen. Ich nur aber B. Was? Was? Ist das dein Ernst? It needs to hang in the sky. It's not that far. That's the way I like it. Yay! Soll ich jetzt vielleicht eine andere... Nein, was machst du denn? Dann stürzt du ab. Hab vielleicht gedacht, wenn ich eine andere... Nein. We got drunk. We got drunk at one time. Schieß, oder? Ja. 2 von 6. Los. Ja, jetzt hätte ich jetzt zum Beispiel wieder... Ja, dann tu mal ein Gehirn dazu.
Nicht wegnehmen. Na egal, mach wie du denkst. Ja, wieso? Ich hatte jetzt auch zwei, obwohl ich eine Frage beantwortet hatte. Question missing? In welchem Gehirn? Question missing? Tu mal noch einen dazu stecken. Oh. King Kong? Spielt er nicht auf dem Mond? Moon. Wie kommst du auf Moon? Nein, keine Ahnung. Yeah! Woo! Du bist so schlau, Chris. Ein machen wir mal keine Faxen, oder? Yay! Wine time, rhyme time, night tide, sometime. Rhyme time. Rhyme time! Rhyme time. Du wolltest ja auch so ein Freestyle-Review mal machen, ne? Immer. Immer. Oh, hier ist ein neuer. Was? Okay. Chemistry, okay. Hier ist auf jeden Fall wieder eine neue. Ja. Das Kette, die ich gefunden habe. Und jetzt machen wir mal keine Faxen. Und haben das Quiz gelöst. Yeah. Woo! Feier mich. Toll, Patrick. Toll. Congratulations. Geil. Geil. Richtig nice. Freut mich ja richtig, dass ich so schlau bin. Woo! Was druckt er mir jetzt? Ein Bescheid dafür, dass ich ein schlauer Mensch bin? Warum soll ich die denn zurück reinmachen? Certification, Complication, Space Elevator Pilot. Ich bin jetzt offizieller Space Elevator Pilot Repair Person im Jahr 2000 irgendwas diesen Monat. So, wo ist die letzte? Hier. Guck mal hier, was ich hab. My brain units have been exposed. Guck mal hier. You need to weld on the protective plate before we can proceed. Hab ich. Musst du ihm noch geben, vielleicht. Keine Ahnung. Was will er damit? Ich kann hochfahren, kann ich hier? Left. I've magnetized the hatch. Now weld me. Willst du wegwerfen? This panel needs to be reinstated. Ah, okay. We're about to leave the protective layer of Earth's atmosphere. We cannot risk any radiation that could corrupt my brain. Für dich mache ich doch alles. Was? Ich hab nicht gehört. I'll try and close it now. Mach. I'll attempt to close the breach in the ceiling. Was? Ah, okay. Was ist mit dir los, du Pussy? Oh, come on, Pilot. It said that there is an obstruction that needs removed. An obstruction that needs. Kann ich hier irgendwas machen? Alles leer. Was hab ich hier? Das ist der. Was ist das hier? Hat aber keine Auswirkung. Was kann das hier sein? Keine Ahnung. Sieht komisch aus. Schmeiß weg. Bye bye. Minibar. Brauch ich auch nicht. Alles so oben? Ah, okay. Da krieg ich das. Brauche ich jetzt wieder das. Wo hatte ich denn die Brechstange her? Die hast du weggeworfen, oder? Die habe ich weggeworfen, oder? Wie komme ich jetzt da oben ran? Mit deinem Schweißgerät. Press the go button. Ah, okay. Geht jetzt weiter nach oben? Oh! Nice! Money! Zigarre! Champagner! Nice! No one told me that. Douglas, they have not only restored your signal,
they hacked the motor controls. Do you know what that means? That means this elevator cannot move Flugzeug. Until we break the source of the encryption. What do you mean, we? You're a nerd. They are nerds. Go do your nerdy things. I'm gonna make myself a sandwich like a real man. Did you hear that? Guck mal, wie reich ich bin. Er schmeißt Fuffis im Club. Ah, okay. You need to find it. The source should appear similar to the image that's being displayed on the monitor. Once you have found it, dispose of it. Detektor? Hatte ich den nicht eben schon hier? Nee, das ist eine Kassette. Ah, ich kann aber Mucke hören, wenn ich Bock habe. Die neue Mucke, die ich wahrscheinlich auch weggeworfen habe oder so. Weil ich alles wegwerfe. So, was fehlt jetzt? Ein Seek Destroy. Hier habe ich die Mucke. Nice. Toll. So, hier ist ein Feuerlöscher noch. Hier oben ist noch was, was zu ist. Hier ist eine Zigarette, eine Zigarre. Das ist alles leer. Knöpfe ohne Auswirkung. Da kannst du das da drunter öffnen. Was öffnen? Das da drunter, da sind ja so Schrauben dran, so große. Links. Das da hier unter den Knöpfen. Hab ich irgendwas ähnliches wie ein Schraubenzieher oder so hier. Hier ist jetzt nichts mehr drin. Kann ich die Karte auch da drauflegen? Ne, wahrscheinlich nicht, ne? Wo ist die hin? Da ist die hin. Wo war das hier? Ne, geht nicht. Muss ich hier nur kaputt machen, ne? Schau mal oben dich weiter um. Da ist nur eine Kamera. Das hier? Ne. Mhm. Aber das hier oben... Noch eine CD. Eine CD, ja. Was haben wir hier? Oh, was ist das alles hier? Okay. Ja, Hinweise. Okay. Okay, und das war hier drin. Cover up the three data. So, das da oben ging jetzt... Ah! Destroyen? Mach ich das nicht am besten mit meinem Lieblingsgerät? Nee, mach ich nicht. Schmeiß den Müll. Soll ich's wegwerfen? Ja. Bye bye! Excellent work, Heinz. Woo! Now it is our turn to retaliate. Activate Megadeth Non-Lethal Ray. Was? Das ist being the world's most powerful artificial intelligence. I have oh, wo ist mein boy groups, transmission sources to ey, Mucke, Mann. You must eliminate all four of these transmission sources. Wie? Then can we proceed? There is one transmission source per location. You can use Hefty Boy to position the laser, aim, shoot, and destroy your target. You can view each location by pressing the buttons underneath the monitor. Press the A button now to view the first location. Okay, das ist die erste Location, die ich kaputt machen soll. Now would be the perfect time to refer to it. Schieße ich jetzt dahin? Hä? Ah, okay. Oh oh. Don't just shoot blindly. There must be some clues lying around that can help you find the targets. Ich habe jetzt hier hingeschossen. Some clues. Ist das hier? Ja, das nicht. Das hier? Nee. Nein. Sieht alles nicht. Das hier, da oben muss ich hinschießen. Ja. Das heißt, ich muss eins nach links und eins nach oben. Ah ja, okay, wenn das sogar angezeigt wird, dann ist ja, das ja Larifari. Ja, Larifari.
Ne, so weg kann ich es auch rausschmeißen. So, was ist denn hier im B los? B, das sieht für mich aus nach... Nach... Nee. Baustelle? Nein, oder? Nee. Hier wird irgendwas gebaut, aber es muss ja noch einen geben. Hier den. Baustelle. Das könnte... Das ist nice. Der Bus wahrscheinlich, hier, der hier, ne? Warte, oder das Schild. Bypass, sorry. Ich würde sogar eher das Schild sagen, halt. Also diese. Aber es könnte auch das Auto sein. Ich würde sagen, das Auto, weil das so im Vordergrund ist. Ja, kannst du ja beides ausprobieren, oder? Also. Ja, gehen wir eins nach rechts. Eins nach unten. Und Feuer mal. Passiert hier nichts, ich meine. Passiert ja nichts. Es. Muss das hier sein, eigentlich? Hä? Ah, schießt jetzt erst. Nice. Excellent. Gut, dann machen wir das gleich jetzt nochmal in C. Sehen wir schon wieder das gleiche Logo. Aber jetzt wollen wir nicht... So, was haben wir denn jetzt abgeschlossen? Den haben wir abgeschlossen? Die beiden haben wir noch, ne? Ja. Ein Bagger? Ein Bagger ist er nicht, ne? Sehe ich nicht. Das ist ein okay. Hey, aber hier ist auch ein Bagger. Das ist eine Baustelle. Ist hier irgendwo eine Baustelle? Nee. Hast du das mal von beiden Seiten noch angeguckt, die Dinger? Ja, sind wahrscheinlich einseitig, ne? Was steht da? Wohnhaus. Okay. Wo kommt denn der Bagger her? Oder war noch was? Das war vorher schon, das weiß ich. Was ist das hier? Eine Telefonzelle? Da unten? Ja. Da haben wir mal, ne? Da haben wir zumindest eine. Auf geht's, ab geht's! Und die anderen beiden gehören dann zusammen wahrscheinlich. Ja, wer weiß, ob das gestimmt hat. Excellent. Excellent. Ah, ja. Final location. Now remind them of their insignificance. Der Bagger hier, links unten. Da sind beide Posts drüber, dass der nervt. Kann ich nachvollziehen. So ein Bagger würde ich auch mal kaputt machen, du. Ja, ich mach ständig Bagger kaputt. Auf geht's! Mach ihn kaputt! Yeah, yeah, yeah. Was? Muss ich nochmal? Ich schieße einmal nochmal. Vielleicht war der Baum im Weg. Ja, mach's du jetzt mal. Hä? Was? Schauen bitte nochmal die Dinger an, da stand ja auch noch was drauf. Lots of digging going on next door, lots of computery type gear too. Outrange. Was ist da direkt? It's a cover up, was steht da? It's a cover up literally the dirt. Hm. It's covering something. Ja, wir müssen den Dreck da wegmachen. Der da drüber? Ja. Also ein Feld hoch. Feuer! Pow! Oh, it's you, Norman. Fitting to see you wallowing in a hole in the dirt. Norman heißt er. Now, Norman. Your plan has once again failed miserably. Do us both a favor and save us some time by dying with some honor while I destroy nochmal? The latest version of your sad server infrastructure. Schieß nochmal. Der nervt. Ja, was haben wir zu verlieren? Der labert jetzt halt irgendeinen Dünnschiss, ne? Und ich denke mir, ich hab so eine Gun, so eine gewaltige Waffe. Da mache ich halt auch den. Ja, genau. Weg ist er. The go button.
Hör mal zu oder machen wir auf? Machen wir auf, ne? We're approaching the rock, the asteroid that could have wiped all life out on planet Earth. It was stopped, thanks to Project Lasso. Okay, jetzt kommen wir langsam. Verlassen wir langsam die Erdatmosphäre. Ah, jetzt hängen wir wieder. What was that strange sound from the motor? No matter. Now before I was rudely interrupted. As I was saying, once we're inside the now dormant asteroid. Ja, nicht der Motor. Auf! Auf! Geh auf! Wow! Auf Feuer! Oh. Ja, okay. Na, Episode 2 abgeschlossen. Ja. Okay. Da es das mal jemand Fazit? Gefragt hat, genau. Ja. Kurzes Fazit, Patrick, was sagst du? Haut mich jetzt nicht vom Hocker. Die Rätsel sind jetzt nicht irgendwie. Nein. Nee. Nein, ist mir auch aufgefallen. Ich finde auch die Rätsel. Wenn das überhaupt Rätsel sind. Nein, es sind keine Rätsel. Und wenn es auch eher ein Point-and-Click-Adventure sein will, was ich gehört habe. Ja, du hast ja wie am Anfang aber auch selbst gesagt, das ist für den. Selbst das Controller. Fand ich zu unspannend. Also, ja. Es war einfach viel zu einfach. Entweder musstest du nur das machen, was klar war. Aber oder es stand genau da. Aber kombinieren, genau. Ja. Also, keine Herausforderung. Schade, schade. Schade. Ja, von der Optik her sah es halt ganz schick aus, dieses Slowpoly ist ganz gut umgesetzt, ist aber auch nicht so, dass es wirklich irgendwie einfach Mocker haut. Okay, Patrick, dann danke ich dir. Immer wieder. Wir sehen uns. Ja, mal gucken. Tschüss.